So, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video des Kanals Meine Meinung des Unterkanals der Prometheus Limited. Im heutigen Video möchte ich mal auf ein paar Sachen eingehen. Das habe ich bislang eigentlich vermieden, es ins Netz zu stellen, weil ich eben nicht die Anleitung geben will zu bestimmten Sachen. Aber ich sehe, dass es sich ein bisschen komisch entwickelt, sage ich mal. Und dann wollte ich eben auf das Thema Lebenderklärung und die häufigsten Fehler, die ich sehe und auch hier erklären und zeigen werde, die auftreten, einfach aus dem Grund, weil das vielleicht auch hier und da jemand nicht gefällt, was wir tun. Und eine Sache müsst ihr euch ganz klar bewusst sein: Wenn systemrelevante Positionen etwas haben, dann ist das Geld. Und wenn sie Geld haben, das, wie wir wissen, selber drucken, verwenden, dann verwenden sie es so, dass sie Fehlinformationen streuen. Und diese sind mittlerweile so massiv, dass ich da einfach ein paar Sachen einfach in die Welt hinaus sagen will und hoffe, dass ich da möglichst vielen damit helfe. Ich beginne mal mit ganz was Lapidaren, und zwar, ihr müsst ein bisschen auf Restriktionierungen achten. Wir kennen das ja alle, dass Facebook wie auch YouTube hier und Social Media ja bestimmte Sachen nicht mag, wenn man es sagt. Es gibt bestimmte Hintergründe, verstehe ich. Wenn man zu seltsam oder zu radikal oder ähnliches wird, ist das okay. Aber genau das Gleiche ist es auch, wenn man die Wahrheit sagt. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe diesen YouTube-Kanal ja bald 10 Jahre aufgebaut. Es ist schon Ewigkeiten her, dass dieser Kanal schon so weit war, dass er rund 30.000 Klicks in 3 Wochen gemacht hat. Genau bei 30.000 ist er dann stehen geblieben. Seitdem macht der Kanal nach außen hin sichtbar keine Klicks mehr. Das Feedback, das wir im Hintergrund haben, was bei uns ankommt und so, zeigt an sich was anderes, aber die Klickzahlen sowie auch die Vorschläge, die man kriegt, also wir werden ganz, ganz klar restriktioniert und es wird ganz klar nach unten korrigiert, und zwar ganz, ganz massiv. Was im Umkehrschluss Folgendes bedeutet: Wenn wir wissen, dass die Nachrichten heute eigentlich, egal was man sich anhört, man genau das Gegenteil annehmen muss, und wenn man weiß, dass Social Media extrem restriktioniert und damit moderiert wird, was ist dann anzunehmen von den Kanälen, die diese Restriktionen nicht haben? Was ich damit sagen will, ist Folgendes: Souveränität, Menschsein, Lebenserklärung, was auch immer damit zusammenhängt, wird in erster Linie gelebt. Und zwar nicht dadurch, dass man mit dem System Spinnefeind ist und in Kriegsabsichten abtaucht und sich Ärger holt, sondern es bedeutet, dass man mit offenen Augen durchs Leben geht. Und einer der Punkte, den habe ich euch gerade genannt. Also wenn es wunderschöne, hochglanzproduzierte, unglaublich aufwendig gemachte Videos gibt, die dann Wahnsinns-Klickzahlen haben, die also offenbar keinerlei Restriktionierung haben, so wie wir das eigentlich alle aus Social Media kennen, dann würde ich sagen, muss man so die eigene Birne ein bisschen durchschütteln und anfangen nachzudenken, warum widerfährt Ihnen das nicht? Sie sind zufällig durchgerutscht. Oder jemand hat es sich nicht richtig angesehen, wobei das ja wahrscheinlich eher eine KI macht, als dass sich jemand wirklich die Videos ansieht. Das ist Punkt 1, über den man sich so ein Stück weit, sage ich mal, die Fehler eben selber vor Augen führen muss, um es zu durchschauen. Ihr müsst euer Auge, euren Sinn, euren Verstand daraufhin schulen, unsichtbare Fehler zu sehen. Die sichtbaren Fehler sind leicht zu sehen. Die unsichtbaren sind es aber tatsächlich, die, sage ich mal, etwas bewirken, die, ja, wie soll ich sagen, wichtiger sind wie das, was man offensichtlich sieht, wie immer im Leben, nicht wahr? Also das ist ja nichts Neues, was ich jetzt sage. Egal. So, weiter. Also die Restriktionierung. Dann machen wir doch weiter. Was ich sehr, sehr oft höre, unglaublich oft höre, ist, dass man die Lebenserklärungen ja mal eben selber machen kann.
Ich sage mal, es gibt Prozesse, die nach Admiralitätsrecht dieses tatsächlich bewerkstelligen können. Es ist eine bestimmte administrative Prozessführung, die in Verbindung damit bestimmte Effekte erzielen kann. Ja. Aber da wird euch leider nur so ein Stück weit nur Halbwissen mitgeteilt. Warum? Nun, wenn die Öffentlichkeit insgesamt, wie wir es kennen, in der Fiktion stattfindet und diese in der limitierten Haftung ist, dann sind sie erstens mal nicht in der Lage, Papiere unter unlimitierter Haftung anzunehmen, zu sehen oder zu verwerten. Das wäre unter eins. Unter zwei, ein Sklave, der keine Rechte hat. Damit ist schon alles gesagt. Wer keine Rechte hat, kann diese nicht in Anspruch nehmen, kann diese auch nicht aufleben lassen. Ich meine, wenn das möglich gewesen wäre, gebe ich euch auch ein Beispiel, dann wäre im alten Rom, in der ja, wo das alles auch herkommt, ein Stück weit eigentlich noch weiter davor, aber egal, nehmen wir jetzt das alte Rom als eine Stufe, die es aber richtig massiv genutzt hat. Auch das Capitis Diminutio Maxima und ähnliche Sachen. Wenn im alten Rom es doch, wie wir wissen, Sklaven gab, die Lehrer waren für die Kinder der Mächtigen und Reichen, also belesen waren und durchwegs doch das Verständnis hatten, juristisch sich selbst Leben zu erklären. Warum haben sie es nicht getan? Warum gab es dann später so etwas wie, was wir jetzt als schöne Verfilmung irgendwann vor ein paar Jahren hatten, diese Spartakus-Geschichte, wo die Sklaven eben aufstehen und das Ganze in einem blutigen Aufstand endet, in dem sie sich gegenseitig niedermetzeln. Warum haben sie nicht einfach Lebenserklärungen geschrieben, wo sie doch genug gelehrter Leute hatten, die lesen und schreiben konnten und durchwegs davon wussten und dieses machen konnten? Warum musste einem Gladiator Caesar das hölzerne Schwert übergeben, damit dieser frei ist? Warum konnte er das nicht selber entscheiden? Nun, es braucht die Autorität, durch die man in dieses Capitis Diminutio Maxima, oder die französische Variante, die ich nicht ausspreche, weil ich es nicht aussprechen kann, darstellte. Das heißt, der Weg, wie man in eine solche Falle gerät, da gibt es auch den Weg heraus. Da genügt aber nicht das eigene Verständnis darüber und der Wille dazu. Boah, ich habe jetzt verstanden, das funktioniert nicht, das lasse ich jetzt, das mache ich jetzt anders. Das geht schon in ganz einfachen Sachen nicht. Beispiel, das alte Rom oder neueres Beispiel, Leasingvertrag. Ihr habt ein Auto, das habt ihr nun 2 Jahre gefahren, nach 2 Jahren gefällt euch das nicht, also fährt ihr zur Leasinggesellschaft zurück, schmeißt den Schlüssel auf den Tisch, sagt da, das Auto steht im Hof, Mehrhand, Barre, ich gehe jetzt. Geht nicht. Warum nicht? Das ist ein Vertragsbruch. So ähnlich ist es hier auch. Das bedeutet, die Lebenderklärung, die mal ganz davon abgesehen, dass ohne das juristische Fachverständnis überhaupt nicht richtig geschrieben werden kann, außen vor, aber die Lebenderklärung, die man selber erschafft, indem man rechtlos ist und sich diese Rechte aus der Luft ableitet, sind juristisch unsinnig. Okay. Es tut mir leid, da werde ich vielen Leuten damit auf die Füße treten, aber das ist Fakt. Das war zum Beispiel der Grund bei uns, warum wir irgendwann dazu übergegangen sind, die formaljuristische Lebenserklärung zu machen, weil ich das vor Gericht erlebt habe. Weil wir vor Gericht die selber geschriebene, nach Admiralitätsrecht sauber gemachte Lebenserklärung auf den Tisch gelegt haben und in Bayern uns ein Richter Folgendes gesagt hatte, im O-Ton: Was wollt ihr mit dem selber geschriebenen Scheiß? Und tut mir leid, er hatte recht. Das wird natürlich ein Stück weit schwieriger, wenn man diese so macht, dass das System formal juristisch das anerkennt, beglaubigt, apostilliert, notariell eben sein Siegel bekommt und dieses also durch das System legitimiert eine Statusänderung darstellt. Ja, da kann der Richter nicht mehr sagen, was willst du mit dem selber gemachten Scheiß? Weil sein eigenes System hat dieses Ding erschaffen. Und was ich euch damit sagen wollte, ist Folgendes. Es ist richtig, dass es nach Admiralitätsrecht diesen Vorgang gibt. Dieser ist aber ausschließlich für das Privatrecht gedacht, nicht für das limitierte öffentliche Recht. Und da ist der Fehler.
Das bedeutet, wenn man in einem Staat lebt, der unter unlimitierter Haftung agiert, souveräner Staat, entsprechende Hoheitsrechte in den Behörden vorhanden sind und diese entsprechend auch ausgeführt werden, und man jetzt da mit einer nach Admiralitätsrecht geschriebenen Lebenderklärung, sage ich mal, vorstellig wird, dann sehe ich die Chancen schon deutlich besser, dass es funktioniert. Es funktioniert auch nicht immer, weil manche ganz einfach doof sind. Also einmal manche doof sind, die das ausführen. Manchmal doof sind jene, die das auf den Tisch kriegen und überhaupt gar nicht wissen, was das ist. Warum auch? Das System hat sie ja nie dorthin ausgebildet. Sie wurden ja nie besser ausgebildet als ein Befehlsempfänger, als ein dressierter, ausführender, nicht selbstständig denkender. Boah, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder ins Tourette-Syndrom verfalle. Aber ihr versteht, was ich meine, nicht wahr? Das hat damit eben nichts zu tun. Und das ist eben einer der Punkte, den ich euch sagen will. Wir haben verstanden, um was es geht, und jetzt ändern wir die Tapeten im Wohnzimmer, in dem wir gerade sitzen. Das ist die BRD. Ihr sitzt da, oder ein anderes Land. Ihr sitzt jetzt da und sagt: Wow, ich habe jetzt verstanden, um was es geht. Jetzt ändern wir erstmal hier alles, damit es mir passt. Ehrlich? Nee. Gefällt es dir dann nicht? So, das, was ich als Ausländer oft gehört habe in Deutschland, sage ich euch jetzt auch. Dann packt euer Zeug und geht. Ihr seid nicht mit Ketten da dran gebunden. Bleibt ihr da. Erfüllt ihr den Punkt der Selbst, nicht Selbstständigkeit, wollte ich jetzt sagen, falsch, sondern es ist eine stillschweigende Einverständnis dazu, dass ihr freiwillig innerhalb des Systems gefangen werdet und die mit euch machen dürfen, was sie wollen. Ihr seid da geblieben. Es zwingt euch doch keiner, da zu bleiben. Es gibt mittlerweile Gesetze, die Kapital binden und die nicht mehr erlauben, dass das Kapital Deutschland verlässt und so. Das hat einen anderen Grund. Die wollen euch über kurz oder lang jetzt abzocken und für Corona zur Kasse bitten. Betongold wird eingezogen werden, sicher wie das Amen in der Kirche, die Frage nur noch wann. Das steht auf einer Seite. Aber auf der anderen Seite ist Folgendes: Bleibt ihr da? Seid ihr damit einverstanden? Seid ihr damit einverstanden? Gelten deren Regeln, dass ihr ihnen die Regeln aufzwingt, ist eine glatte Lüge. Gibt es nicht, funktioniert nicht, gibt es einfach nicht. Würde es nicht geben, wenn ich Diktator wäre und es wäre mein Land, würde das auch nicht gehen. Also es ist ganz einfach. Bleibt ihr da? Wollt ihr das? Offenbar ja, dann seid ihr damit auch einverstanden und viel Spaß. Wollt ihr das nicht? Nun, dann müsst ihr zumindest formell euren Aufenthalt ändern, euch dem System folglich entziehen. Und wenn ihr dann darüber hinaus das Capitis de minutio maxima löschen wollt, respektive die vollen Rechte zurückerhalten wollt, dann müsst ihr formell den gleichen Weg gehen, wie ihr da reingerasselt seid. Reingerasselt seid ihr über juristische Wege, die das System erschaffen hat, um euch da reinzulassen. Soweit sind wir ja alle, das haben ja die meisten verstanden. Wieso glaubt ihr dann, dass ihr selber, ohne den juristischen Weg zu begehen, das wieder aufheben könnt? Ist das nicht unlogisch? Oder? Das ist doch unlogisch. Das zeigt schon alles, was es ist. Deswegen, das ist einer der Punkte, den das System mit den Mitteln, die sie haben, draußen propagiert, um euch auf den Holzweg zu ziehen. Warum es der Holzweg ist, habe ich logisch erklärt. Okay? Und es geht noch viel schlimmer. Ich höre ja von den Leuten, die bei uns eine Lebenserklärung machen, ja. Da gibt es jetzt eine Registratur irgendwo in den USA und da solle man dann hingehen und seine Lebenderklärung dort anmelden, anlehnen, unterstellen, keine Souveränität mehr, für mein Verständnis. Aber viele glauben, dass das so der Fall ist und dass man sich, ich weiß nicht, bei wie vielen Behörden und bei wem alles melden soll, um wem alles unter die Nase schmieren soll, dass man jetzt verstanden hat, wie das System funktioniert, um was eins aufs Dach zu kriegen. Also im asiatischen Kampfsport sagt man, der Nagel, der raussteht, wird eingeschlagen. Und das ist genau das Gleiche. Meldet euch mit eurer Lebenserklärung und eurem Verständnis über das System bei den Behörden und bei den Registraturen an. Warum? Damit sie gleich mal die Liste haben, wen sie als nächstes eins reinwürgen. Geht's noch? Welche Logik sollen das haben? Wenn ihr das System umgehen wollt, dann gibt es 100.000 Möglichkeiten, legal innerhalb des Systems,
Steuern zu optimieren, Eigentum zu sichern, sich dem Zugriff zu entziehen, Konten zu entziehen, seinen Wohnaufenthalt oder seine Anmeldung, die ja dann letztendlich die Wohnhaft darstellt, zu verändern und so. Ihr habt alle Möglichkeiten, das zu ändern. Warum tut ihr es nicht? Ihr wollt euer Leben verändern. Verändert es doch. Es gibt hunderttausend Wege, um das zu tun, ohne mit dem System in Konfrontation zu geraten. Und all diese, wir melden uns bei den Behörden an, damit die verstehen, dass sie mich nicht mehr angreifen dürfen, erzeugt nur Folgendes, den direkten Angriff gegen euch. Und vor allem, wer noch Eigentum oder etwas zu verlieren hat, der ist dann richtig, richtig, richtig in dem Problem. Das haben wir massenweise hier. Ja, da machst du eine selber geschriebene Lebenserklärung und dann noch eine Erklärung und dann schickst du das, weiß ich nicht, an das KVR und an die Polizei und an irgendwelche Behörden und Dinge und so. Wozu? Damit die dann sagen, wow, das hast du aber toll gemacht, nicht wahr? Wir haben ja gar keinen Zugriff mehr auf dich, du kannst jetzt machen, was du willst. Echt? Wo ist der? Ich habe den in 10 Jahren, wo ich das mache, was wir hier tun, nicht gesehen. Wo ist der? Ich kenne aber massenweise Leute, die richtig Stress gekriegt haben. Also ich sage allen Leuten, wenn sie bei uns eine Lebenserklärung machen, wenn wir sie formal juristisch sauber hinstellen, so dass das System nicht meckern kann, ist es immer noch mega schwer, sie durchzudrücken. Das ist kein Papier, mit dem ihr vor der Nase wedeln könnt und sagen könnt, wow, jetzt habe ich es geschafft, jetzt ist es durch. Das ist ein Joker. Das ist etwas, das man in letzter Instanz verwendet, wenn alle Stricke gerissen sind. Wenn ihr alle systemrelevanten Möglichkeiten genutzt habt, um es zu umgehen, die zuhauf vorhanden sind, nutzt ihr sie nicht, wart ihr freiwillig damit einverstanden, dass ihr getreten und gequält und geärgert werdet? Okay, und die Lebenserklärung soll euch die Möglichkeit geben, die formaljuristische Lebenserklärung soll euch die Möglichkeit geben, vor einem internationalen Strafgerichtshof entsprechend Gehör zu kriegen. Da gibt es wieder bestimmte Wege und Vorgehensweisen, wie man das machen kann. Es gibt auf der anderen Seite natürlich auch das Admiralitätsrecht, zu dem ich nicht viel sagen will, weil ich kein Halbwissen streuen will, was schon sehr viele tun im Netz. Was unglaublich viele tun. Glaubt mir eins. Mit Anleitung, ohne eigenem Verständnis, solche Prozesse zu führen, reitet euch ausschließlich in Probleme. Nichts anderes. Es ist so, Admiralitätsrecht und damit verbundene administrative Prozesse, wenn man sie führt, gibt man vor, es verstanden zu haben, richtig? So, wenn man es jetzt nicht verstanden hat, wenn man es nach Anleitung macht, hat man was getan? Nun, ihr habt betrogen. Das ist einfach nicht wahr. Ihr habt die Prozesse nicht verstanden. Ihr macht sie mit Anleitung. Wisst ihr, was das formell dann ist? Betrug unter unlimitierter Haftung. Warum? Um es auf das limitierte, normale System, wie wir es jetzt kennen, runterzubrechen, ist es so. Ihr seid vor Gericht gegangen und habt gesagt, ich bin Anwalt. Ihr seid aber gar kein Anwalt. Kriegt das Gericht das spitz, habt ihr Probleme. Es mag sein, dass einige damit durchkommen, die super versiert sind und die schlichtweg Glück haben. Die Faktoren Glück und Zufall beantworten auch sehr, sehr viel in diesen Fragen. Ganz einfach. Wie ist der Kerl in der Behörde gepolt? Wie weit versteht er, um was es geht? Wie weit versteht er, dass er in die Haftung gezogen werden kann oder eben nicht? Okay. Diese ganzen Sachen hängen davon ab, wie sehr das ihr Erfolg habt oder nicht. Aber nochmal, um auf diesen Punkt zurückzukommen mit selber gemacht hin und her. Ihr könnt nicht von einer Behörde verlangen, die interner felsenfest daran glaubt, dass sie alles richtig tun und alles juristisch abgesegnet und sauber ist, mit etwas kommen, das sie nicht als das eigene, nicht als die eigene Etablierung der Rechte, Paragraphen, weiß ich nicht, Vorgänge, wie auch immer geartet sind, die juristisch eben formal sauber dargestellt sind und formal den Weg nutzen, den sie schon kennen, und ohne diesen Weg zu begehen, zu ihnen kommt und sagt, ja, jetzt will ich aber, dass alles geändert wird, ihr schmeißt jetzt alles über den Haufen, was ihr bislang euer Leben lang gelernt habt, damit ihr das so macht, wie ich es sage, weil ich sage jetzt einfach, ich habe recht und das muss genügen. Ja? Genauso wie dieses Anmelden und so, das ist so hart. Aber okay, was auch ganz, ich gucke hier, ich muss auf meinen Spickzettel, damit ich nicht verloren gehe.
Was noch zum Beispiel ganz massiv draußen beworben wird und todsicher eine Systemfalle ist, ist der Zugriff auf das sogenannte Freistellkonto. Okay? Also auf das sogenannte Kollateral, was sich im Wesentlichen in der öffentlichen Welt darstellt, das habt ihr auch in den Nachrichten schon gesehen, das ist diese Pro-Kopf-Verschuldung. Das ist dieses Ding, das viele von euch schon mal gehört haben, die Geburtsurkunde mit einer Nummer an der Börse gehandelt, um entsprechend Schulden zu sichern, die der Staat über Zentralbanken zieht. Gibt es tatsächlich, gibt es überhaupt gar kein Ding. Wir kennen das ja, die Pro-Kopf-Verschuldung eben als solches. Also existiert irgendwo im Hintergrund auch ein Konto für jeden Einzelnen, der eben irgendwann mal eine Geburtsurkunde ausgestellt bekommen hat und innerhalb des Systems lebt. Und da gibt es sehr viele, die dann sagen, ja, ist ja kein Problem, nicht wahr? Wir können Zugriff auf dieses Freistellungskonto oder auf das Kollateral kriegen. Das Beste davon ist, wir stopfen uns selber die Taschen voll. Das ist der beste Joke. Wie auch weitere Prozesse, die eben den Zugriff gewähren, um über administrative Prozesse ein Ausgleich, ein Auspendeln, ein Begleichen, ein buchhalterischen Ausgleich da zu finden, um sich, weiß ich nicht, was zu kaufen, um irgendwas. Also, erstens, dieses Konto existiert wirklich. Da gibt es kein Ding. Der Zugriff darauf ist eine Systemfalle. Aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Erstens, nur wer wirklich ein tiefergehendes Verständnis über Admiralitätsrecht hat, darf sich das trauen, da mal die Finger auszustrecken. Und dann ist das Feld sehr, sehr exakt und sehr eng gesteckt, was man damit machen kann und was nicht. Und Taschen vollstopfen, kann ich euch sagen, ist nicht nur weit weg, das ist auf dem Mond. Okay? Also, wer es zusammenkriegt, wer den administrativen Prozess auch nur irgendwie zusammenschustern kann, was er da tun muss, um da den Zugriff zu erhalten und macht es, hat Folgendes gemacht. Er hat die gesamte Öffentlichkeit ums Geld betrogen. Warum? Weil dieses Konto ja eigentlich dafür gedacht war, öffentliche Zahlungen oder einen Ausgleich in der Öffentlichkeit für jeden von uns eben so weit zu etablieren, dass wir ein gemeinschaftliches Leben darstellen können. Dazu würde es zum Beispiel gehören, tatsächlich, dass Steuern, weiß ich nicht, Krankenhauskosten, Strom und so, allgemeine Kosten darüber gedeckt werden, aber keine speziellen Wünsche und schon gar nicht Luxus und Taschen vollstopfen vom anderen Stern. Wie gesagt, wenn man die Prozesse weit genug versteht und sich das zutraut, es gibt Leute, ich weiß, die das hinkriegen. Ich kann euch aber sagen, dass nicht ein einziger, der es auch nur halbwegs auf die Reihe bringt, dieses auf Anleitung macht, sich die Taschen vollstopft oder sonst irgendwie ein Schmäh damit macht, sondern sehr, sehr diffizil auf den Punkt gesetzt, bestimmte Sachen damit umsetzt. Ich will es jetzt nicht weiter ausbreiten. Ich habe schon eigentlich schon viel zu viel darüber gesagt, aber das ist zum Beispiel etwas, das sehe ich so oft im Internet, es wird so oft darüber gesprochen, es wird so oft propagiert und es wird so oft den Leuten erzählt als eine Lösung des Problems. Ich garantiere dafür, das schafft erst Probleme und zwar massivst. Massivst, weil ihr in erster Linie erstmal ganz, ganz krass vertragsbrüchig werdet, im Sinne von, euer Leben lang habt ihr das System legitimiert, das zu tun, was ihr jetzt tun. Jetzt habt ihr verstanden, dass es anders ist. Dann schreibt ihr euch selber ein Stück Papier und dann schmeißt ihr alles über den Haufen und sie müssen alles ändern, weil ihr das jetzt so verstanden habt, echt? Also ich kann euch garantieren, dass sie das so nicht ändern werden und ich kann euch garantieren, dass ihr damit in furchtbare Probleme kommt. Und was auch sehr interessant ist, wir haben so viel Gegendruck gekriegt, dass uns selbst Malta dicht gemacht worden ist, dass wir hier angegriffen werden, dass wir ganz massiv Probleme haben, sei es mit dem YouTube-Kanal, sei es mit unseren E-Mails, sei es mit den Online-Infoabenden, sei es mit den ganzen digitalen Medien, die wir nutzen, dass wir ganz, ganz brutal in die Bremse gestellt werden und uns da wirklich mit Händen und Füßen wehren müssen, um da halbwegs zu, sage ich mal, existent zu bleiben. Und wir sind im Ausland.
Wir sind schon weggescheucht worden, wir konnten da nicht bleiben, weil wir so viel Stress hatten. Und jetzt sehe ich, wir Leute mitten in Deutschland sitzen, das Gleiche erzählen und propagieren, was ich gerade tue, nur zu einem anderen Schluss. Also die Endlösung, um es so zu nennen, eine andere ist, und die werden komplett in Ruhe gelassen. Deren Kanäle machen Klicks, was sie haben wollen, die können frei rumlaufen, niemand hat Stress. Das muss euch zu denken geben. Wenn wir die Restriktionierung so klar und deutlich sehen, warum findet sie da nicht statt? Warum werden Leute weggesperrt und wieder freigelassen, zum Beispiel? Das haben wir auch gesehen. Und dann können sie ganz normal weitermachen wie vorher. Nur die Leute um sie herum verschwinden, werden weggebunkert und so, aber er selber bleibt bestehen. Sieht überhaupt nicht so aus, als hätte der irgendwie einen Deal oder so oder die. Egal. Weil die Leute, die wirklich etwas richtig gemacht haben und es einigermaßen auf den Punkt gesetzt werden, die werden wie wir weggejagt oder weggesperrt. Die, die in Ruhe gelassen werden, ja, da müsst ihr anfangen, ein bisschen nachzudenken, warum das wohl so ist. Um es mal nett zu umschreiben. So, ich würde sagen, das war im Groben einfach mal ein paar Punkte, die ich loswerden wollte in diesem Zusammenhang. Die häufigsten Fehler. Abgesehen davon, dass zum Beispiel, wieder ein Beispiel, unsere Lebenderklärung haben Anwälte geschrieben. Wir haben sehr viel Geld dafür ausgegeben, dass es eine ganz explizite, bestimmte Form hat. Scheinen sehr, sehr viele nicht für wichtig zu halten. Da kann man verschiedene Rechtskreise, verschiedene Rechtsformen, verschiedene, na, wie soll ich sagen, Kuddelmuddel aus allen möglichen, das man irgendwo zusammengesaugt und gezogen hat, bringt man auf ein Blatt Papier und dann sagt man, ja, das ist es jetzt. Das ist jetzt die Lebenderklärung und sie ist so jetzt rechtlich so gut abgesichert, wie ich konnte, weil ich alles reingewirkt habe, was ich gefunden habe. Im Ernst, kennt ihr irgendeinen Prozess in der Öffentlichkeit, der zum Beispiel Straf- und Zivilrecht zusammenfasst? Also zivilrechtliche Schadensersatzklage plus strafrechtliche Verfolgung aufgrund des Vorgangs? Das gibt es nicht. Das sind immer getrennte Prozesse. Warum? Nun, weil sie einzeln so verhandelt werden, weil das eben so im System vorgesehen ist. Und jetzt missachtet ihr all diese Regeln, wirkt alles in ein Papier und dann ist es gut. Weil man hat ja alles zusammengekratzt, was man von irgendwo herkriegen konnte. Und jetzt hat man es so gut wie möglich dicht, wasserdicht gemacht und dann ist es gut. Das ist komplett falsch. Ihr habt damit, dass ihr alles reingewirkt habt, eigentlich dem Papier jegliche Form und jegliche Macht genommen. Weil es eine Vorgabe dafür gibt. Und wenn es die Vorgabe gibt und gemäß den Vorgaben des Systems ihr schon für rechtlos erklärt worden sind, dann gibt es nur einen Weg zurück, indem man es formal, sauber, juristisch wieder auf den Punkt zurückbringt. Sollte eigentlich logisch sein, ist es aber nicht. Okay. Das war's zu diesem Thema von mir. Liebe Grüße, gute Besserung, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Tschüss.